Hi, ich bin Johannes von newgadgets.de und in Innsbruck, hier bei der ersten Jugend-Winterolympiade. Und Samsung ist hier ein Sponsor und die zeigen hier das Samsung Galaxy X-Cover, passend zu dem Wetter hier. Denn es ist wetterbeständig, es ist ein Outdoor-Handy. Es ist also stoßfest, wasserdicht etc., auch staubdicht. Und wir schauen uns erstmal die technischen Daten an. Also wir haben hier ein 3,65 Zoll Display, Full-Touch, also kapazitiv. Wir haben eine 3-Megapixel-Autofokus-Kamera mit LED-Licht auf der Rückseite. Und ich glaube, da ist ein Dual-Core-Prozessor drin, steht hier nicht ganz. Wir haben hier Android Gingerbread als Betriebssystem, GPS, WLAN, das alles. Wir haben hier die IP67-Zertifizierung, also Staub- und Wasserschutz. Taschenlampe natürlich mit dem LED-Licht, Klinkenstecker. Wir schauen uns das jetzt erstmal ein bisschen genauer an. Bluetooth 3.0 ist natürlich auch drin. Hier ist das Smartphone. Display, ja. Schauen wir uns mal die Einstellungen an, da schauen wir uns mal an, welches Android wir haben. Wir haben hier Android 2.3.6 Gingerbread und 3 Hardware-Tasten, also keine Touch-Tasten, gefällt mir auf jeden Fall schon mal. Und auf der rechten Seite haben wir hier den Power-Button, auf der Unterseite USB-Port, auf der linken Seite dann die Lautstärke-Tasten und hier oben den Headset-Port. Auf der Rückseite dann die 3-Megapixel-Kamera mit LED-Licht, hier auch den Lautsprecher. Und hier können wir die Rückklappe entfernen, um beispielsweise SIM-Karte und Akku zu wechseln. Und ihr seht, das Ganze hat hier schon diesen Outdoor-Look. Überall hier Bumper und auch Rillen, um das Ganze dann festzuhalten. Und ja, sieht ganz cool aus. Also für ein Outdoor-Handy ist es nicht zu klobig. Es ist immer noch relativ dünn, wie ihr sehen könnt. Und soll auch was aushalten. Also es soll auch Stürze aushalten. Ich werde es ausprobieren, wenn ich es in die Finger bekomme. Es ist ja hier fest und es ist auch nicht draußen. Also wenn ich das Smartphone bekomme, dann werde ich es auf jeden Fall mal irgendwo gegen die Wand hauen. Mal gucken, ob es das aushält. Oder einfach mal in den Schnee werfen und da ein bisschen liegen lassen. Also, das Samsung Galaxy X-Cover oder S5690 hier in Innsbruck